Guten Morgen. Da sind. Alter Finne. Da sind wir wieder. Das Wetter sagt Sonne. Der Typ hat Geburtstag und, wie man hört keine Musik. Sehr schön. Den Dauerschleifen-Musikbug behoben. Ich fleu mir. Ich will gar nicht zu meiner Ernte gucken. Ich will das nicht wieder alles mit der Hand anfassen. Reis, Reis. Oh. Die Sense wird ja jetzt erst morgen fertig. Wenn ich das richtig verstanden habe. Wie, Inventar ist voll. Ach, dein Inventar. Wie kann es denn sein, dass schon wieder mein Inventar voll ist? Mensch, Inventar. Wie viel Hartholz habe ich denn eigentlich? Und warum sortiert niemand meine Kisten? 29. Ich glaube, damit kommen wir noch nicht viel weiter. Ich glaube nicht. So, Kürbis, Orchidee, dann hätten wir das auch. Wenn wir die Fledermausflügel haben, haben wir da auch nochmal wieder 45 Punkte. Mit dem Herbstding auch nochmal 45. Mit dem Unterwasserding auch nochmal 45 Punkte. Punkte brauchen wir. Oh Gott, das ist noch so weit hin. Noch fast fertig. Oh, Alter, das ist alles fertig hier. Ich bin schon wirklich gewillt zu sagen, wir machen das morgen. Dann haben wir wenigstens die scheiß Sense dabei. Ich hoffe, dass sie morgen fertig ist. Wobei, ich glaube, morgen hat die Schmiede zu, oder? Hat sie Samstag oder Sonntag zu? Oh Gott, bitte lass sie nicht Samstag zu haben. Kann ich noch einen Tag ohne Sense? Schaffe ich nicht. Mal guckt euch das an. Ist verrückt bei. Ist so wahnsinnig. Hoffentlich sind auch bald unsere Kürbisse fertig. Müssten, glaube ich, morgen fertig werden, oder? Ich glaube, morgen müssten die Kürbisse fertig sein. Geschafft. Anstrengend. Apropos anstrengend. Was brauche ich? Sterbe. Für mehr Fässer. So, Entschuldigung. Schlimm, wenn das mitten in Sprechen kommt. So. Reis kann ich einlegen. Reis kann ich einlegen. Was wird das? Reisessig? Gibt es sowas?
Stimmt. Okay, das Amraff kann ich nicht einlegen. Ich mache hier einfach alles voller Essig. So. Reisöl geht nicht, ne? Nein. Amrafföl? Nein. Raps, ich weiß nicht, es gibt Rapsöl, ja gut, aber gibt es Raps in diesem Spiel? So. Ja, unsere Orchideen sind fertig. Eine behalten wir für unsere liebe Göttin. So. Den Rest der Blumen, weißt du was ich damit mache? Ich mache daraus Blumensträuße. Die kann ich dir an der Alten schenken. Wow, das hat sich ja richtig gelohnt. Sind ja richtig viele gewesen. Uiuiui. Wir brauchen wirklich schon den ganzen Tag, um auf unserer Farm fertig zu werden, ne? Gut, das meiste liegt jetzt daran, dass wir echt die Sense nicht dabei haben. Aber sonst... Wir brauchen mehr Automatisierer. Müssen wir mal echt gucken. Weil wir haben ja automatische Sammler, die können jetzt schon mal das von den Tieren einsammeln. Das würde uns die Zeit sparen. Wir gucken gleich mal zum Labor. A, haben wir noch Fossilien zum Knacken? Und B, will ich die Dinger mal wissen. Die Dinge des Kirchenbummels. Was wäre jetzt? Irgendwelche Bachen und Holz und was weiß ich. Wir können ja rein theoretisch alles besorgen. Von der Theorie her. Deswegen automatischer Ernter für die Tiere wäre schon mal nicht schlecht. Weil ich ja nicht weiß, ob wir da noch Level abgehen von den Tierdingern her. Weil wir machen das denn ja nicht mehr. Ziege. Sind wir eigentlich können. Oh, fast Level 10 Landwirtschaft. Tiere, naja, dauert noch ein bisschen. Was war das? Ich glaube, die Ziege hat geschnupft. So, das jetzt noch wegbringen und dann ist es soweit. Und bei der nächsten großen Ziegenmilch müssen wir großen Ziegenkäse machen. Den können wir dann fermentieren, Göttin. Sehr schön. Okay. Schmiede. ...178 Gegenstände verschiffen wir.
erfinde. Und im Endeffekt kriegen wir da nur 12.000, 15.000 raus. Das ist nicht viel. Eine Herbsttrompete müssen wir noch sammeln. Für unseren Herbsttrompeten-Dude. Ich glaube, diesen roten Barrel kriegen wir aus einer ganz anderen, aus ganz anderen Geoden. Vielleicht irgendwelche der ersten Geoden, denke ich mal. Die Bronze, die Erde oder Wassergeoden oder sowas. Nein! Warum hat das Labor nur bis. Hä, warum? Alter. Warum hat das Labor nur bis 15 Uhr auf? Welches Labor hat nur bis 15 Uhr auf? Außer das jetzt. Boah, kacke, Mann. Okay. Was möchtest du denn? Du möchtest ein... Was ist das? Ein Entenei. Klar, besorge ich dir. Weiß nicht, was du damit willst, aber besorge ich dir. Bring ich dir, Kumpel. Bring ich dir. Bitte das. Wir kriegen Geschenke. Fossilbrocken und 10-mal goldenen Seetang. Naja, gut. Könnte ich auch selber sammeln. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wir brauchen die Fledermausflügel. Es tut mir leid. Wir brauchen die einfach. Ich habe selbst überhaupt keinen Bock in die Mine, aber es muss. Was habe ich denn für eine andere Wahl? Jo, Katze. Ich brauche nicht deinen Giftbeutel, ich brauche Fledermausflügel. Aua. Was ist das? Ach, ich habe keine Ahnung, der ist irgendwie in einer lila Pfütze explodiert. Lust. Vor allem, wenn es nicht vorwärts geht. Fledermaus? Bitte? Gott, gib mir Fledermausflügel, Junge. Ich verspreche, zum nächsten Mal ist der Husten weg. Entschuldigung, es ist echt nervig, wenn du den ganzen, die ganze Ebene an Stein befreist und nicht diese blöde, dieses blöde Seil findest. Das nervt supermäßig.
Scheiß auf Osmium. Fledermaus. Warum gibt's sie jetzt nicht mehr? Was machen denn Fledermäuse heutzutage? Okay, hier geht's gleich weiter. Komm schon, Mann. Kann doch nicht sein. Ah, eine Fledermaus. Jetzt musst du nur noch mal einen Flügel fallen lassen. Ein Stein. Warum lässt eine scheiß Fledermaus einen scheiß Stein fallen? Kann doch nicht so schwer sein. Bereich so. Hurra, Level 20. Vielleicht sind da ja Fledermausflügel drin. Flammenwächter Großschwert. 100 Schaden und wir machen 80 Schaden. Na, dann nehmen wir doch das. Wenigstens haben wir eine neue Waffe. Mein 100 Schaden, scheiß drauf, aber es sind nicht so, dass die Monster irgendwie gefährlich sind hier. Das sind sie nie, das waren sie nie. Da, eine Fledermaus. I got you. Wir haben noch nie von einer Fledermaus Fledermausflügel bekommen. Wie kann das denn sein? Wie gering ist denn die Dropchance von so einem Scheißding? Krischer ja schlechte Laune, du. Kackfledermäuse. Vor allem hätten wir damals nicht die Fledermausflügel verkauft, hätten wir sie jetzt. Dann wäre das fertig. Aber ich will nicht behaupten, dass das meine Schuld ist. Naja, ich sammle Geoden oder sowas. Nehmen wir das als Ausrede. Und Steine. Ganz wichtig. Steine. Nein, das ist der erste Fledermausflügel von einer Fledermaus. Ich bin schockiert. Ich bin... Wow. Oh mein Gott. Noch eine. Naja, wenigstens Level 25 erreicht. Das ist wenigstens bringt uns das was. Schon. Gib mir einen Fledermausflügel. Irgendjemand. Ich würde alles dafür tun. Ich verkaufe meinen Körper. So, Fledermaus. Bitte. Bitte, 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 bitte. Ich hasse dich, Fledermaus. Ich habe dich schon immer gehasst. Schon damals, als du von Häusern gesprungen bist und das Verbrechen bekämpft hast.
fühle mich auch langsam müde. Müde des Fledermausflügels sammeln. Oh, das gibt's doch gar nicht, ey. Ein scheiß Fledermausflügel-Ding noch. Ich gehe jetzt wieder traurig ins Bett. Ich weine mich wieder in den Schlaf. Hier noch mehr Osmium-Erz, weil ich es ja unbedingt brauche. Oh, ein Fledermausflügel, toll. Toll, noch einen einzigen. Dann haben wir das. Dann bin ich glücklich. Okay. Wir sehen uns morgen wieder. Es kann passieren, dass wir morgen wieder in die Höhle gehen. Auch wenn ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Aber es kann passieren. Ich drohe nur. 19.000 Geld? Ja. Also über Geld kann man sich wirklich nicht beschweren, ne, derzeit. Wir haben ziemlich viel Geld wieder zusammen gemacht. Wir können schon wieder ganz schön an Deko kaufen, wenn wir denn wollen. So, wir sehen uns morgen wieder und haben bestimmt Spaß in der Höhle, suchen diesen blöden letzten Kackfledermausflügel. Bis morgen, tschüss.